Entschuldigung. Du meinst, Ich meine Dotlan. Schwupp, schwupp. Beziehungsweise, das habe ich auch im Ding geschrieben, eigentlich heißt Dotlan ja nicht Dotlan, sondern eigentlich Eve Maps. Dotlan ist der Dienst oder der Anbieter von diesem Dienst. Was halt bei vielen hängen geblieben ist als der Service, dass diese Karte heißt Dotlan. Dabei wird hier nur darüber gehostet. Genau. Also der Eigentümer von dem Host, von dem Service, von der Firma quasi, ist auch der gleiche, ist personenidentisch mit demjenigen, der halt Eve Maps betreibt, aber es ist halt für alle immer noch Dotlan. Da hast du was Hast du was geschrieben, ne? gefunden? Da habe ich, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Tutorial ist. Es ist halt mehr so ein, guck dir mal, was das Ding eigentlich kann. Weil bei vielen Programmen, Websites, whatever, ist man ja auch in so einer Box gefangen und nimmt halt nur die Sachen, wo man halt weiß, wie es funktioniert. Oder weiß, dass es die überhaupt gibt. Und alles, was halt darüber hinausgeht, ist dann halt vom Schirm runter. Und Dotland bietet halt viele Möglichkeiten, die halt nice to have sind. Also man stirbt jetzt nicht dran, wenn man sie nicht kennt, aber es macht halt in vielen Fällen das Leben einfacher. Gehen wir gleich drauf ein, Talos. Er meint, dass das Gatecheck und Z-Killboard eventuell reduziert sind, weil viele Kills und Ganks nicht mehr auftauchen. Gucken wir gleich mal nach. Erinnere uns Ja, gegebenenfalls nochmal dran. datenschutzmäßig, da hat ihr Z-Killboard datenschutzmäßig was auf die Nase bekommen und CCP auch und deswegen ist auch die Einblendung auf Z-Killboard von wegen ab jetzt nur noch die halt sich angemeldet haben und die Daten freiwillig hergeben und nicht mehr automatisch alles. Aber das war abzusehen, dass das kommt. Naja, jetzt haben wir es doch trotzdem drüber geredet. Ja, das ist ja nur ein kurzer Einwurf. Ich habe das ohne Bilder gemacht, weil also A ist sehr viel Text und jo, also deswegen ist immer alles mit Link. Also über die Dinge, die ich im Text verlinkt habe, sind die Dinge sind auf Dotland gelinkt, was es einfacher macht, dorthin zu kommen, wo ich halt zeigen möchte, anstatt dann hinzugehen und einfach nur ein Bild einzublenden und dann kann derjenige selber suchen, beziehungsweise wer auch immer es liest. Ich schmeiß noch gerade Drohnen raus, deswegen bin ich gerade brainmäßig weg. Ach, das war ich auch. Ist nicht schlimm. Passiert mir täglich. So, Startseite. Seite. Genau, Startseite. Also ohne irgendwelche Endungen hinten dran kommt man auf eine saubere Übersicht mit ganz vielen Links zu ganz vielen Regions und kombinierten Maps und Special Maps, welche dann nach Anklicken öffnen, in die jeweilige Region führen, beziehungsweise bei den kombinierten Regionen halt eine Übersicht geben über das Umfeld von einer Region und den umgebenden Regionen oder Regionsteilen, weil es Gegenden gibt in Eve, die sind so verwoben miteinander, dass es über diese kombinierten Maps einfacher ist, sich im Kopf ein Bild zu machen, wie gehört was zusammen und wie komme ich von wo nach wo. Ich habe da einfach ein Albert Delph Quarius also Delph-Based Quarius als Beispiel genommen, weil die halt auch ziemlich verwoben sind. Oben im Norden ist Tribute so ein Beispiel mit Venal, Veil of Wo Silence. müssen wir hin? Auf den kombinierten Maps unten Tribute Vale Vena, das ist die zweite in der oberen Reihe. Okay, danke. Und nebendran ist nochmal Tribute und Surroundings. Und daneben dran ist nochmal Branch Tenal Venal. Und diese Dreierkombination gibt eigentlich einen recht guten Überblick über den Norden, weil da halt durch diverse ja, Schleifen, sage ich jetzt mal, sich Wege auftun, wenn man über mehrere Regionen denkt. Also das wird einem dann Wege, Abkürzungen, Umgehungen werden einem erst bewusst, wenn man die Region im Überblick hat. Also FDR, was jetzt gerade offen ist, sieht man unten, dass da wo Tribute steht, ist ein Kreis außenrum. Da wo Veil of Silence steht, ist ein Kreis außenrum. Also man kann halt in sich stellen, im Kreis rumfliegen.
Was aber erst bewusst wird, wenn man halt die Regionsübersicht hat. Bei Venal oben ist auch ein Kreis, also so eine Schleife, wo man im Kreis fliegen kann. Rechts von Veil of Silence ist eine Schleife, wo man außenrum fliegen kann. Also diese ganzen Verbindungen werden halt aber erst deutlich, wenn man den großen Blick drauf hat und den Überblick hat für die ganze, also für diese Regionsumgebung, sage ich jetzt mal. Gleiches ist, wo war mal, letzte Zeit war. Genau, Tribute und Surroundings. Da ist es auch nochmal, die ist etwas kleiner gehalten, da ist nicht so viel drauf. Da sieht man dann auch die Schleifen und die Übergänge. Also was ein Übergang ist, ist halt immer gestrichelt mit der Info, zu welcher Region gehört es. Mhm, sieht man schön. Und das gibt dann halt einen Überblick, wie man fliegen kann, also man Draw machen möchte, wenn man selbst in der Gegend wohnt. Also diese kombinierten Maps, die halt, das gibt es halt für sich Regionen, sind halt nicht schlecht. Vor allen Dingen dienen sie der Orientierung sehr gut. Genau, und man kann das erkläre ich nachher, das wird zu kompliziert, wenn ich jetzt ohne Background mache. Und weiter unten haben wir dann noch Special Maps. Was interessant ist, wenn ihr Bock habt, euch das Zeug auszudrucken, warum auch immer, gibt aber Leute, die ja Bock drauf haben, dann könnt ihr die alle Maps ausdrucken. Also da unten ist eine All Regions per Page. Und da sind dann alle Regionen. Die ersten sind nicht sehr aussagekräftig, weil es die Wurmloch-Systeme sind, die halt alle A irgendwas. Und dann das erste sinnvolle ist dann Aridia. Das ist Seite 10, glaube ich. Ich glaube, das sieht teilweise etwas komisch aus. Ja, das ist, weil die Wurmlöcher halt kein relativen Ding haben. Also die sind nicht im Verhältnis zu irgendwas stehen die halt nicht, sondern die sind halt einfach nur da. Das sind jetzt alle Systeme? Alle Systeme, alle Regionen, die es gibt, inklusive der, wo du nicht rein kannst. Mit Sov, also halt Stand heute, Stand der Moment, wo das Ding erst generiert wird. Und dann kann man sich das ausdrucken. Das habe ich am Anfang von meiner EVE-Karriere mal gemacht. Da gab es diese Funktion auch schon. Und habe halt dann so ein bisschen Wegekunde gelernt. Auch wenn ihr euch in der Region nicht auskennt, wenn ihr neu dort seid, druckt euch die Seite aus, legt sie euch hin, laminiert sie euch eventuell, wenn ihr könnt, laminieren könnt. Und dann habt ihr das wesentlich schneller im Kopf, wenn ihr dann ein paar Mal geguckt habt auf der Karte und habt dann den Plan an dem Kopf und wissen, wo ihr langfliegen müsst. Das hilft dann bei der Orientierung und auch bei der Planung von irgendwelchen Routen. Kommt mir alles immer bekannt vor, wenn ich das lese. Aus den Wurmlöchern. Die Kleinen, guck mal. Das ist auch wieder so eine Schleife, die sich nur dann ergibt, wenn du nebendran noch Fade siehst. Mehrere Schleifen, auch in sich. Das ist eigentlich aus RAP geworden. Gibt es die noch? RAP gibt es noch. lass uns mal weitergehen. Ich hab gedacht, die sind von Fraternity niedergewalzt worden. Lass uns weitergehen. Wohin? Zurück in deine. Auf den Blog oben, also auf die in Nordland wieder gibt es die Blogseite. Da kommen eigentlich Neuigkeiten über Nordland. Letzter Eintrag ist von Juli 19. Das heißt, wer da aktuelle Infos haben möchte, muss auf Volari auf Twitter folgen. Ist aber auch netter. Ja, ist er. Das hier ist das Twitter von ihm. Und darüber kriegt man dann tatsächlich Infos. Er hat jetzt am 14. April geschrieben, dass er eine Datenbank gebastelt hat. Und dann Erklärung gegeben, was er halt genau gemacht hat, vorher, nachher und so weiter. Also darüber gibt es dann wirklich Infos und Neuigkeiten zu Nordland und auf der Blogseite nicht wirklich mehr. Ist er nicht Deutscher oder habe ich das falsch einsortiert? Ich glaube, er ist Deutscher, aber er postet halt auf Englisch, weil Englisch. Weil IT und so. Okay. Gehen wir mal zu deinem Tutorial zurück.
Genau, und der nächste Punkt ist Universe. Das ist dann so ähnlich wie die Startseite, gibt auch nochmal einen Überblick über die Regionen, allerdings nicht als einfache Liste, sondern als Schemadarstellung, wie die im Verhältnis zueinander stehen. Also welche Region liegt in der Nähe oder neben Region XY. Und das gibt dann den, beziehungsweise auch für Systeme den Überblick, was liegt übereinander. Weil teilweise auf den Dot-Landkarten sind die Karten der Lesbarkeit halber, ist die relative Entfernung zu anderen Systemen etwas verkürzt, vereinfacht, verändert dargestellt. Dass auch irgendwelche Pockets in Richtungen zeigen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Was dann dazu führt, dass man, wenn man nur Dotland kennt und dann plötzlich sich also skilltechnisch so weit entwickelt hat, dass man Frachter, Carrier, whatever geskillt hat und dann den ersten verwendet und damit der Sprungplaner feststellt, das stimmt alles gar nicht. Also so wie es in Dotland dargestellt ist, ist nicht das, wie es im Spiel ist. Weil halt Regionen übereinander geschoben sind, untereinander geschoben sind. Ich suche, überlege gerade, wo ich ein Beispiel habe. Hoppa, hoppa. Calum, grüßt euch. Dennis hat Pech mit seinem Panzer. Wenn du mal reinzoomst und unten nach Providence gehst, Reinzoomen und nach Providence gehen. also direkt unterhalb von dem Highsec-Zentrum oder Imperiumszentrum, genau, ist Providence. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass dass eine Konstellation, also für die Leute, die noch nicht so sprungaktiv sind, noch nicht in der Region waren, Takala ist das Rein-Raus-System für den ganzen oder für den Teil vom Süden und das ist der Void. Und wenn man dann die Karte sich anschaut und dann wird man feststellen, dass die ersten 0-0-Systeme quasi hinter Takala liegen, also rein von der Lokalität im Spiel, aber halt auf Dotlan gar nicht zu sehen sind. Moment, ich schicke dir mal den Link, den ich meine. Also da unten ist jetzt Takala und wenn du im Universe reinzoomst und dahin guckst, dann siehst du, dass die Konstellation XV7L. Wolltest du mir nicht einen Link schicken? Ja, Moment. Das geht, glaube ich, gar nicht so, wie ich es machen möchte. Also diese Konstellation liegt quasi hinter Takala, was einem, wenn man nur Dotland verwendet, gar nicht bewusst ist. Weil auf Dotland sieht es halt aus, als würden diese Systeme quasi rechts unten drunter liegen. Weil wenn man auf nach Dital reinklickt, dann ist es unten drunter, also Providence. Stimmt. Wäre mir so nicht aufgefallen, weil ich da immer anders rangehe. Ja, und das ist halt, das sind die Dinge, die einen verwirren, wenn man das erste Mal Sprungfrachter verwendet. Ich glaube, da bin ich auch früher reingetappt. Und es ist halt in vielen Regionen so, dass die Systeme nicht da sind, nur mal so in seinen ersten Spielemonaten oder vielleicht auch Jahren verortet hat, sondern sie sind halt teilweise an komplett anderen, sehr weirden Stellen. Geht halt nicht anders. Naja, das ist halt, die Mehrheit der Spieler ist halt nicht mit Caps unterwegs und deswegen opfert man da halt Übersicht. die Übersichtlichkeit der Lesbarkeit halt oder die Funktionalität geht halt dann über die ist ja mal Realität. Wenn ich eine Sprungroute brauche, frage ich meistens Ben, weil dann habe ich mir eine rausgesucht und irgendwann, wenn ich irgendwann hängen bleibe und irgendwo nicht weiterfinde, frage ich dann bei ihm nach. Aber auch erst Wenn du dann. hier hingehst und schaust dir mal Morbraut an als Konstellation. Das ist Porolympe, das ist da, wo das neue Galente-Tor hin soll, um nach Solitude zu führen. Straleun, Ja, Ergaron. genau, und dann stellst du fest, dass ein Teil von den Syndicates genau unten drunter liegt. Was eigentlich gar nicht sein sollte.
Ja, aber rein vom wie halt Eve in der Map, in der 3D-Ansicht ist, liegt es halt übereinander. Was dann halt auch die Sprungentfernungen entsprechend gering macht. Das heißt, wenn ich von Ratheliose nach 98Q springen möchte, dann ist es halt wesentlich kürzer, als wenn ich von Ratheliose nach Wewelonell springen möchte. Obwohl Wewelonell quasi das Nachbarsystem ist. Habt ihr das verstanden? Also ich könnte es nicht so gut erklären, aber so ähnlich nutze ich es auch. Deswegen ist halt diese Universumsansicht so wichtig, dass man da ab und zu mal auch einen Blick drauf wirft, um halt zu gucken, wie sind halt die tatsächlichen Relationen von den Systemen zueinander und sich nicht rein auf die 2D-Maps verlässt. Nein, nein, 2D ist nicht, weil das übereinander liegt. Wenn ich jetzt auf Dotlan die Pochwin-Systeme hervorheben möchte, wie haben die das gelöst? Klick mal auf Universe. Und in der Mitte ist Pochwin. Aber die liegen ja nicht dreieckig. Nein, das macht es noch weirder. Klickst du oben auf Kino? Ich weiß ja, was kommt. Also auf Systemkino. Naja. Und dann auf das Planetensymbol und den grünen Planeten neben Kai-Perun. Und die Systeme, die jetzt angezeigt werden, nee, das war das Falsche. Kai-Perun. Ja, aber nicht den Namen anklicken, sondern das Planetensymbol neben dran. Okay. Da kommst du nicht woanders hin, da kommst du nicht in die Universumsansicht. Jetzt wird dir diese Konstellation von Kai-Perun, wird dir nämlich jetzt als rot umrandete weiße Vierecke angezeigt. Ja, Komplett weird irgendwo unter ja. der Citadel, hinter The Forge und so weiter liegen. Ich sehe sie. Und das ist hat nichts mit Dreieck zu tun, das ist halt einfach nur ein Dreieck zusammengetackert von den Gates, aber in Wirklichkeit liegen die halt irgendwo und nirgendwo. Ja, ich sehe überall diese Vierecke. Kann man überall sehen. Virtuendor. Dann haben wir hier oben. Über The Forge haben wir eins. Eins, zwei, drei, vier. Das wird obwohl Forge. Yita müsste dann auch irgendwo hier sein. Also, ich glaube, das haben sie nicht besser verstecken können, ne? Naja, das ist ein bisschen. Aber es ist halt der Mechanik, dass wir klauen einfach Gates und bauen uns daraus eine Region geschuldet. Weswegen es halt jetzt ist, wie es ist. Okay, also, Pochwin ist nicht dreieckig angeordnet, es ist einfach so reingeklatscht. Also so ist ein Fake. Genau. Also, was noch interessant ist, wenn man in dieser Universe-Ansicht ist, dann hat man ja neben den Maps ganz oben mit der Übersicht über die Karte und also die Relationskarte, nenne ich jetzt mal, von den Regionen und drunter nochmal das gleiche wie auf der Startseite mit den Regionsmaps, kombinierte Maps und Special Maps. Aber man hat auch dann nebendran das Universe. Dann ist in dem Universe ein Bug drin, der verhindert, dass man weitere Buttons drückt. Also das liegt nicht an euch, das liegt daran, dass die Webseite hier einen Bug hat. Okay, ups, Also kommt wenn du drauf hier an. bist, kannst du nichts anderes anklicken. Man muss wieder zurück und über Universe dann nochmal den Weg von vorne suchen, da auf Regions klicken. Bin ich da richtig? Empire Nee, bist Regions? du nicht, du musst auf Regions oben. Genau jetzt, ja, nee, war verzögert. Also doch auf Regions. Wir laggen etwas und da ist halt eine Übersicht über. Also die Empire Regions, welcher Fraktion gehört das? Wenn es wie bei Genesis eine gemischte Region ist, dann wird gar nichts angezeigt. Wer sind die Ratten? Also wer sich unsicher ist, welche Rats in welchem Space sind und wer was wohin gehört, der kann da nachschauen, weil da sind nämlich die Piraten, also die Rats, aufgelistet zur jeweiligen Region. Und dann sieht man auch die Verknüpfungen zwischen Sancha und Amar, Galentis Serpentis, Gurista Caldari.
Blood Raider Armor, beziehungsweise keine Kingdom und Angels Minmatar. Also die, das halt, was da zusammengehört. Man sieht die Sex-Stati, was Min, was Maximum ist, wie viele Systeme in der jeweiligen Region sind. Bei den Faction Warfare Regionen, was da Contest bzw. Occupied ist, also welche umkämpft sind, beziehungsweise welche Regionen, also welche Systeme in der Region besetzt sind. Und unten drunter in den Outlaw Regions ist dann so ähnlich. Da sieht man dann, wem die, also einmal die Ratten auch wieder, also welche Ratten in welchem 06 Space unterwegs sind und dann unter Sovereignty. Genau. Wem, also welchen Allianzen dieser jeweilige Space gehört. Das sind dann immer nur die Top 2 aufgelistet, beziehungsweise wenn es halt nur einen Holder gibt, dann halt der eine. Und nebendran halt, wie viele Systeme so der jeweiligen Region dazugehören. Das gleiche gibt es nochmal für Jove, was halt ein bisschen witzlos ist, weil da kommt halt eh keiner rein. Und bei den Wurmloch-Systemen unten drunter sind halt die Wurmlöcher aufgelistet, nach Region, nach Klasse und wie viele Systeme da jeweils dazugehören. Und dann kommt man zu den jeweiligen sonstigen Infos. Unknown Region. Genau, und also noch Unknown Regions, da ist halt nichts dran. So. Also gibt es keine weiteren Infos dazu. Denke ich mir. Das gleiche Spiel kann man dann, wenn du oben auf Monde gehst, klicken, wird dann angezeigt, welcher Mond, also in welcher Region welche Rohstoffe zu finden sind. Bist du jetzt im Universe? Genau, wieder zurück. Universe oben auf Monde und dann sieht man, welche Rohstoffe da zu finden sind. Ich bin mir allerdings aufgrund des letzten Mond-Redistribution-Patch nicht sicher, ob das alles so 100% stimmt. Weil das war schon sehr viel ausgefüllt und jetzt durch Data Redistribution, also der Neuverteilung von den Mondenerzen und Rohstoffen, also muss nicht unbedingt stimmen, sieht man auch unter Coverage, also wo oben Kopf steht, sind welche Regionen mit 103% und 105%. Das geht nicht. Was halt heißt, es sind halt mehr als 100% Daten verfügbar für die Monde, was halt ein bisschen schwierig ist. Mhm. Also das beute dann auf doppelte Datensätze hin. Im Nullsec fehlt viel, weil die einzelnen Holder natürlich kein Interesse daran haben, dem Gegner zu sagen, wo ihre wertvollen Sachen sind. Wo fliegt ihr? Bitte? Wo fliegt ihr gerade? Ganz kurz zur Orientierung. Wir fliegen gerade gar nicht. Ich bin gedockt. Achso. Wenn, würden wir nach Ding fliegen, nach Uhide, aber das ist gerade zu viel gleichzeitig. Das ist schön, dass du das einsiehst. Okay. Ja, ich habe gerade war gerade 10 Minuten im Kreis fliegen und Drohnen draußen haben. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich wollte nur wissen, wo wir unsere Schiffe abstellen. In alle Richtungen Theologie, Kanzel, oder wo immer ihr sonst docken wollt. Also das ist ein Überblick, wenn man halt wissen will, wo was ist. Wie gesagt, mit dem Vorsicht ist neu verteilt worden, stimmt nicht unbedingt. Ja. Ist auch darauf hingewiesen worden, dass das der groben Orientierung dient aktuell. Genau, und unter Planeten ist das gleiche für PI, also wenn man PI machen möchte und sucht eine bestimmte Kombination aus Planeten, kann man dies da nachschauen, was nicht zwingend heißt, dass man dort auch PI machen kann, weil natürlich die Pokos entweder keinen Zugriff gewähren können oder die Steuer so hoch ist, dass man halt dann sagt, nee, wenn ich PI mache, möchte ich dann doch schon was dran verdienen und nicht am Ende noch draufzahlen. Ja, wenn unterm Strich nichts überbleibt. Und dann haben wir Places als nächstes, rechts nebendran. Da sind Agenten im Weltraum, was nicht so ganz stimmt, weil einige davon haben, also einige Regionen haben Agenten, die nicht eingetragen sind. Metropolis hat ja die Kosmos-Agenten, die fehlen da komplett. Also da fehlen noch Daten. Unter Complexes kann man dann sowas wie die Cosmos-Sites finden. Also Metropolis hat 8, wenn man auf Metropolis klickt zum Beispiel und dann auf die Maps geht. Auf die Maps. Links Map. Mm-hmm. Und dann hast du ja das Dropdown-Menü oben rechts.
Shippot, Kill? Nee. Oder das Metropolis? Das ist, genau, aber dann ist da DED-Komplexe. Hä? Also links neben Metropolis ist doch dieses Shipkill genau da. Ja. Und da auf DED-Komplexe. Und dann wird angezeigt, wo Komplexe sind. In dem Fall sind es die Cosmos-Sites oben links unter Heck. Und in Altrad ist noch einer, in Urodin ist einer und in irgendwas Unlesbares neben Frugelur. Alles, was jetzt hier grün ist. Also genau, sich mit, das steht auch nebendran, was es halt ist, ob es eine 1, 10, 13, 15, keine Ahnung ist. Das heißt halt, je höher die Zahl vor der 10, desto schwieriger wird es. Mhm. Und auf dem Weg kann man halt sich über die ganzen Regionen halt anzeigen lassen, wo sind diese DED-Komplexe. Ich glaube, dass das mit sich mit Dotland zu beschäftigen wirklich viel Wissen in dem Spiel generiert. Verständnis, Zusammenhänge. Also wer sich mit Dotland befasst, wird früher oder später das als wirklich wichtiges und wertvolles Werkzeug betrachten. Und wenn du jetzt auf Landmarks gehst, also oben auch wieder die Idee, dass, wo das Komplex eingestellt worden ist, ist Landmarks nebendran. Das ist was für die Leute, die gerne so Wandertage für sich planen. Landmarks? Oder mal gucken wollen, was es da so gibt. Die Idee Komplex, wo steht in der Landmark? Da, wo du die Idee ist, eins unten drunter ist Landmarks. Also du musst die Idee aufklappen und dann in der Dropdown-Menü. Verstehe ich jetzt nicht. Klick auf die Idee-Komplexe drauf. Ja. Klicken. Klicken, öffnen. Ja, ist doch. Ich sehe es nicht, deswegen. Und da unten drunter ist dann, ein Punkt unten drunter ist Landmarks. Sovereignty. Alt Colors, Corps, Activity, Defense Multiplier. Genau, dann runterscrollen, runterscrollen, runterscrollen. Irgendwann kommt Systeminformationen und dann kommt Landmarks. Okay, ich hab's. Und dann wird eingeblendet, wo halt Landmarks sind. Das heißt, es können Cosmos-Sites sein, es können DED-Sites sein, es können irgendwelche, hier ist mal vor 5 Jahren irgendwas passiert, Aktionen sein, also eine Schlacht passiert, irgendwelche erste, was auch immer ist hier gestorben, erstes, was auch immer ist hier gebaut worden. Irgendwelche Lore-Mini-Geschichten können da sein. Also da ist ganz viel Eve-Historie verbuddelt. Mhm. Ist eine wunderbare Möglichkeit, sich, ich sag mal, wenn ich Langeweile habe, nicht weiß, was ich tun soll, eigentlich keinen Bock habe auf irgendwie Rating oder so, oder meiner Netz auch irgendwie langweilig geworden ist, schnelles Schiff, Prototype-Flow drauf, mal durch die Gegend semmeln, im High-Sec natürlich auch ohne Prototype möglich, aber wenn man im Low-Sec mal sich so eine Site anschauen möchte, wie wir es halt in den Wandertagen gemacht haben, Prototype-Clock rettet Leben. Luna Legeria, erstmal hallo. Kann man das nicht auf der Ingame-Map sehen mit der Kugel für den Jump? Was meinst du damit? Du kannst die Daten ja auch Ingame anzeigen lassen. Ich finde es aber hier übersichtlicher. Ernesto, grüß dich. Danke für dein Follow. Das Problem, was man im Ingame hat, ist, dass halt alle Regionen auf einmal da sind und man dann erschlagen wird. Das ist, wenn du deinen Feind schaden möchtest, gib ihm Informationen, weil er irgendwann ersäuft und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das ist das, was Ingame mit der Map auch so problematisch ist. Also bei der alten geht's, bei der neuen ist es komplett Overkill an Infos, deswegen nehme ich lieber Dotland, weil das kann man besser filtern. Genau, das geht dann halt regionsweise. Ja, der 3D-Effekt, Luna, mag ich auch sehr gerne. Aber Fakt für mich ist, wenn ich etwas suche und versuche mich zu orientieren und komme mit der 3D-Map durcheinander, dann wechsle ich immer auf Dotland. Also damit bin ich schon, mit Dotland im Arm bin ich schon eingeschlafen und morgens früh mit einer Lösung aufgewacht. Das ist genau, positive. Alte Map besser als neue Map. Jetzt zurück nochmal auf Universe. Ja, klar. Zack. Da sind nämlich die Places auch drin. Genau, Places auch drin. Allerdings halt nur die Übersicht, welche Region hat was. Da haben wir ja schon. Nebendran ist WHs. Da sieht man dann die verschiedenen WH-Typen. Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Botlan hat die auch. Und dann sind halt die Infos, wie lange hält das Teil, wie lang oder wie hoch ist die Jumpmasse, regeneriert sich das Ding, was kann durch und und. Also da habe ich auch schon oft nachgeguckt. Das guter Letzt ist Incursions. Ja. Und da sieht man halt, wo noch Incursions sind, wo neue starten und also wenn man A fliegen möchte oder WM00 auf einfachen und kostenlosen Loot warten möchte, dann ist es immer eine schöne Aktion in dem Incursion-System im 00 zu warten, bis die Leute an den Gates verrecken, weil sie von den Sunshards zermatscht worden sind. Also minimal positives Sunshards-Standing und es ist auch eine gute Einnahmemöglichkeit. Man muss noch wissen, wo es steht. Damit wäre Universe fertig. Nebendran ist Navigation. Da ist die ganze Routenplanung, das, was wahrscheinlich von den meisten Leuten von Dotland verwendet werden. Wobei, nee, ich habe was geskippt. Geh nochmal auf die Regionalkarten, sonst macht alles andere danach keinen Sinn. Also, was ist nicht Metropolis oder so. Ich brauche von. Man kann es auch an Pochmann erklären, aber es ist nur Metropolis. Sind die meisten Leute zu Hause von. Wo hättest du gern? Die Map direkt. Also den Stadtplan sozusagen. Ja, den Hauptstadtplan. Nee, also in der Metropolis schon, aber nicht als Liste, sondern als Karte. So. Bin ich doch, oder nicht? Nee, ich sehe gerade Regionenübersicht. Also ich sehe gerade alle Regionen in Eve und nicht Metropolis als Achso, eine Region. mach du mal. Wo finden wir die denn? Unter Maps, glaube ich, ne? Mein Dotline hängt. Ich habe es kaputt gemacht. Oh Gott, ich habe es kaputt gemacht. Nein, das ist normal, das ist ein Bug. Wenn du Universe aufklickst, gehen die ganz anderen Links nicht mehr. So, wir suchen Metropolis. Metropolis damals. Genau, weil vielen Leuten ist auch nicht klar, was denn diese ganzen Symbole und Farben und weiß der Geier was alles bedeuten. Sind das doch eine Legende? Ja, aber da ist auch nicht alles drauf. Zum Beispiel fehlt komplett die Systemfarbe. Das Grün für Highsec steht, Rot für Lowsec, ein gestricheltes Rot für ein umkämpftes Faction Warfare System, Schwarz Nullsec ist, ein blauer Ring für Icebelt steht dabei und ein grün leuchtendes System ist eine Incursion. Das steht auch nirgends. Dann haben wir die Systemform, die auch noch was aussagt. Oval ist halt aktuelle Region. Und rechteckig ist ein System aus der Nachbarregion, was dazugezogen worden ist, um Überblick zu schaffen. Das sieht man, wenn man Heck nach rechts geht, ist Aes-Dur und dann Ulad und dann Eram. Was dann als kürzere Route ist, wenn man halt in den Osten von Metropolis möchte, als wenn ich halt durch Metropolis selber fliege, weil Das ist dann richtig. muss ich halt da unten außen rum. Das dauert ewig. Das ist die kürzeste Route da rein. Eins, zwei, Eins, drei zwei. Jumps. Und von Heck aus. Genau. Und außen und durch Metropolis wären es, glaube ich, 14 oder 15 oder so irgendwas. Dann haben wir die Linienfarben, die stehen für die Sprungtore. Schwarz ist Intra-Connection, das heißt, ich bin innerhalb von einer Konstellation unterwegs. Rot heißt Interconstellation, das heißt, ich wechsle zwischen zwei Constellations. Und Violett ist ein Inter-Region-Gate. In der Regel nur Region Gate genannt, hat den Unterschied, wenn man durch also durch Intra- oder Interconstellation Gate springt, landet man 12 Kilometer vom Gate weg. Wenn man durch ein Region Gate springt, da die größer sind, spawnt man 50 Kilometer von dem Gate entfernt, was relevant ist für Gatecamps, was auch der Grund ist, warum in der Pipe zum Beispiel zwischen Hack und O2 keiner campt. Weil müsste eigentlich voll Sinn machen, neben dem Freighter selber zu Ist campen. ein Region Gate. Ist aber ein Region Gate ist so groß, du kannst die Fläche als Camper nicht abdecken oder brauchst einen Arsch voll Leute, deswegen machst du das nicht. Deswegen ist O2 safe, weil halt das Gate so groß ist. Nur Idioten stellen Dann sich dahin. Entschuldigung. sind die Quadrate noch: Rot Refinery, Gelb Fabrik, Blau Forschung, Grün Clone Bay. Das ist aber auch in der Mini-Legende drin. Ja, den nächsten halben Liter schwarzen Tee nachgegossen.
So, der Jump-Planer. Jump-Planer. Da werde ich ganz kurz mal wegschalten und mich anmelden. Login. So, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Map. So, Jump-Planer. Hüpf, hüpf. Navigation. Genau, er ist mit der Navigation und mit dem Jump-Planer kann man sich Routen suchen zwischen zwei oder mehr Low- und Nullsäcke-Systemen. Und das Problem für den ist, dass der Startpunkt und das Ziel eben im Low- bzw. Null liegen muss, weil sonst tut er nicht. Deswegen kann man auch den Routenplaner, der nebendran ist, verwenden, um Sprungrouten zu generieren. Mhm. Ich mag das sehr. Weil der Routenplaner hat, wenn man auf ihn klickt und ein System einstellt, nicht schummeln, schon von Hand eingeben. Ach, wohin? System? Ja, gib mal zum Beispiel Hack ein und dann gibst du Yita ein. Hack at Yita at. Und jetzt? Mit welchem Schiff? Sprungfrachter. Nee, nicht auf Sprungrouten, auf normal, auf der Route. Ach, du willst die normalen Routen, okay. Also, System, Hack, verklickt. Hack, at, los. So. Und auf Go. Irgendwelche Änderungen? Nein, kürze zur Route und gib ihm. Tab ihm. Weil jetzt kann man nämlich zum Beispiel feststellen, wenn ich von Yita nach Hack will, dann ist nebendran neben Hack O2. Und jetzt gehe ich hin und gebe O2 unten ein. Und klicke nicht auf Add, sondern auf Jump. Mhm. Und jetzt nehme ich das Heck, was oben über Yita steht, und ziehe es unter O2 und sage Go. Zack, habe ich eine Route geplant per Hüpfsprungfrachter auf nach Heck. Ja. Zip, wupp. Deswegen ist das so schön, dass das Hecksystem ist, unheimlich leicht mit Yita zu verbinden, mit dem Sprungfrachter. Wenn es jetzt nicht so einfach ist mit, also wenn jetzt nicht das Einsprungssystem wie O2 neben Hack liegt, sondern im Falle von Yita, also andersrum wäre es ja nicht gegangen so rum. Das ist jetzt tatsächlich von Yita nach O2 und dann nach Hack rüber, beziehungsweise. Genau, das ist die eine Möglichkeit, aber das Problem ist ja, wenn ich jetzt zurück will, bringt mir das ja nichts. Also ich kann zwar die vorherigen Route aufnehmen und kann über Kreliere oder so springen, aber dann habe ich ja noch einen Haufen Jumps im Highsec. Das ist ja jetzt nicht so cool. Also kann ich auf Navigation auch auf Range klicken. Navigation. Oben. Und kann mal Yita eingeben. Und kann mir mal alle Sprungfrachter, also unten Sprungfrachter auswählen und dann Systeme anzeigen lassen, mit denen ich da reinhüpfen kann. Kann ich auch alle auswählen oder nur Ene kann ich gar nicht als Gruppe. Durch die Nomad. So, go. Ich nehme mal die Anschau, weil die oben ist. Genau, und jetzt go. Und jetzt siehst du alle Systeme um Yita rum, in die man reinspringen kann. Das ist eine Menge. Ja, und aber wir wollen ja nur eins, was unten in der Nähe von Heck ist. Also können wir irgendwann im Süden gucken, was wir da so finden. Beziehungsweise in unserem Fall im Südwesten. Und das ist dann Olletiers, was einem Wasser angezückt wird, Kreliere, das ist diese ganze Pipe um Rancer, beziehungsweise in der Nähe von Rancer. Oben drüber ist dann in Gotten und Karu. Und ja, je nachdem, wie man dann da wie wild ist, kann man dann ja in Gotten oder Karu reinspringen.
und kann dann für die Routenplanung eins von den beiden Systemen verwenden. Das wäre in dem Fall hier Garou. Und dann trägt man wieder Garou in den zurück nach Navigation. In den Planer ein. Genau. In den Jump-Planer oder in den Routenplaner? In den Routenplaner. Und wenn du den noch offen hast von vorhin, mit wo wir die Route von Yita nach Heck gemacht haben, dann kann man es nämlich einfach da weiterarbeiten. Nee, ist leider nicht mehr drin, weil ich mit Vor- und Zurück arbeite. Also, Garou, Ad. Yita. Von Heck nach Crew nach Yita. Und ich habe jetzt mal das komplette Dingens reingepostet. Hast du es schon fertig gemacht? Ich habe es schon fertig gemacht, ja. Dann brauche ich das ja gar nicht zu tippen. Dann machen wir so. Das heißt, die Hin- und Zurückroute. Warte mal. Heck Yita, einmal im Kreis, ist halt auf dem Weg am einfachsten gebaut, finde ich. Ja. Kann natürlich jeder auch über den Jump-Planer machen und sich die Systeme auf anderen Wege suchen, aber ich finde es so am einfachsten. Genau. Und dann kann man sich das Ding speichern. Unten links, wenn man sich angemeldet hat, ist die Funktion zum Speichern. Das ist das, was Frank gerade eben gezeigt hat. Und ich gesagt habe, nicht schummeln. Naja, kannst du auch laden. Hier unten rechts die Route kannst du dann, ist jetzt genau die Gate-Route, die Heck-Yita. Und dann auf Save gehen und dann ist die gespeichert. Genau, dann kann man die schon nächstes Mal wiederverwenden, muss man sich aber halt einen Account machen. Schattendieb, grüß dich. Der zeigt dir an, wie hoch der Verbrauch ist, allerdings nur fürs Bridgen in dem Fall. Genau, hier. Das ist zwischendrin der Bridge Fuel. Aber wenn du die Route hast, dann kannst du ja einzeln umstellen und kannst dann von Yita O2 bzw. Hekaru den Jump Planer dir anzeigen lassen. Ja, also ist so halt einfacher, sich, ich sag mal, ganze Sets von Bewegungen halt zu planen. Ich habe das in einem anderen Post, wo es um die Sprungantriebe an sich ging, nochmal ausführlicher gezeigt. Wo es um die Dreierroute ging von Heck und Yita nach Amar, beziehungsweise da halt einen Dreierkreis draus zu machen. Ich suche gerade den schönen Dreierkreis von der Odebeinroute. Da hat man doch auch mal einen kompletten, ne? Das sind immer nur die Fragmente. Eigentlich müsste das unter... Also, ist im Blogpost Sprungantriebe müsste das drin sein. Das sind immer nur die einzelnen und nicht die kompletten. Oder bei Yita oder bei Myla oder Tiers. Und es müsste eigentlich oder bei Jump All sein, aber irgendwie ist die nicht mehr vollständig. Doch, warte, klar, hier. Aber da sind die Flugrouten raus. O2, Ole Tiers. Das heißt, wenn ich aus Rotebein was rausspringe, springe ich nach Myla, möchte ich von Myla nach Heck, fliege ich erst, springe ich nach O2 und fliege dann rüber nach Heck, oder möchte ich von Myla nach Yita, dann über Oletia, dann auch wieder zurück. Das ist so die Route, die ich dann immer abspringe, wenn ich irgendwas aus Rotebein, aus dem Asset Safety raushole. Das hier ist die Route, die ich gemeint habe. Es ist Yita und ja, genau. Genau. Und dann runter Richtung Amar und wieder zurück. Das ist die komplette Route durch. Ja. Speichere sie dir am besten gleich. Wenn man übrigens, also das ist jetzt mit einem Black-Op gerechnet, wenn man die im Sprungfrachter macht, dann kann man ein bisschen kürzer machen, braucht weniger Hüpf. Ja. Also da kommst du wirklich an allen vorbei. Günstiger kannst du die Trade-Tabs nicht absprengen. Und das ist der Unterschied, der halt da ist. Ich habe da jetzt 5 Jumps plus 17 im Highsec halt von den Systemen. Wenn ich es zu Fuß fliegen wollte, wäre ich bei 110 Jumps. Und so springt man. Das ist halt ein deutlicher Unterschied. Man springt von Yita nach O2, fliegt nach Heck,
ist dann in Minmatar, springt dann nach Dekon, fliegt nach Dodixi, springt nach von Dodixi aus direkt nach Nagudon, fliegt weiter nach Amar, springt, ne, fliegt dann weiter nach Sei, schlag mich tot, springt nach Dekon, fliegt wieder nach Dodixi und dann geht es über Ignoten nach Yita. Das ist so, wenn du einmal eine komplette Runde über alle Main Trade Hubs fliegen willst, ist das perfekt. Es geht nicht einfacher. Mache ich mindestens zweimal im Monat. Ja, in der Regel schon. Wir laden in der Regel um Osten aus dem Sprungfrachter in den normalen Frachter. Ja. Und den Sprungfrachter dann halt leer ans Ziel, weil dann kannst du mit dem weitermachen. Das hat ein bisschen mehr Aufwand, aber Sprungfrachter plus Fracht sind halt immer, ich sag mal, verführerischer als Sprungfrachter leer und Fracht in einem billigen Schiff. Ja, also Sprungfrachter werden ja heute auch schon einfach nur gekillt, weil sie da sind. Ob sie leer sind oder nicht, ist egal. Weil, deswegen da lieber vorsichtig und den auf jeden Fall leer transportieren, zumindest im Isaac. Ja, das ist, ist besser so. Ist billiger. Ja, man muss nicht unbedingt in Eve stinke paranoid werden, aber es ist auf jeden Fall Vorsicht besser als Nachsicht. Dann haben wir als nächste Möglichkeit oben neben Range die Funktion Monde und Planeten. Das bietet die Möglichkeit, von einem System aus einen Mond oder Planeten zu suchen, der mit einem bestimmten Rohstoff innerhalb der Sprungreichweite von diesem System aus für ein spezielles Schiff ist. Benutze ich sehr selten. Eigentlich schade. Ja, das ist halt eher was, ich sag mal, auf Corp- oder Allianz-Leadership-Level, wenn ich halt null bin und dann halt ein Mining-Mond such für meine Lloyds und dann kann ich es über den Weg halt raussuchen. Oder wenn ich im 0-0-Planeten mache und damit ein bisschen mehr Logistik unterwegs bin, dann kann ich halt da es für die Planung verwenden. Es ist halt nichts, was man jetzt wirklich dauerhaft als Line-Member oder als Highway-Spieler braucht. Guck mal, da sind alle Bridges drin. Das liegt daran, dass du auf Bridges geklickt hast. Ja, ich fand es gerade interessant. Ich klicke drauf, denke, guck mal. Aber das Zynos ist, glaube ich, neu, ne? Das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, das Zynos ist nicht neu. Das ist genauso alt wie Jump Bridges. Unter Jump Bridges kann man sich Jump Bridge Netzwerke anlegen, was den Vorteil hat, wenn man die... klick einfach mal drauf. Für das Gemini? Ja. Yep. Die Syntax, um sowas zu erstellen, ist System 1 und dann Mond minus Planet, Pfeil und dann System 2, Mond minus Planet, beziehungsweise das gleiche und dann halt Add verwenden. Das ist unten beim Eintragen. Scroll mal runter. Mhm. Boah, Lille, das leckt gerade echt wie Harry. Ich weiß. Ach nee, du hast, das sind gar keine eigenen von dir. Nein. Doof. Ja. Also das zeigt halt, man kann diese Dinge halt auch sharen. Wenn du jetzt auf irgendeine von den Regionen unten klickst, dann zeigt er auch an, wo diese Bridges sind. Ich nehme Catch. Die zeigt er mir auch in-game an, ne? Genau, die zeigt halt auch so an. Wer Intel-Tools verwendet, einige Intel-Tools bieten die Möglichkeit, diese Sprungroutensysteme einzubinden, ja, dass ihr auch diese Bridges in dem jeweiligen Tool seht. Je nachdem, was ihr verwendet, also vor allem für die 06-Spieler, quatscht doch mal mit Corp-Membern, die sich da ein bisschen auskennen, je nachdem, was ihr macht, verwendet an Tool. Kann man nämlich dann da, ich sag mal, einen erhöhten Nutzen daraus ziehen, wenn man sich die jeweiligen Bridges in seinen Dotlern mit reinbaut, in seine Sprungplanung mit einbezieht. Ich bin gerade am Schauen. Warte mal. Es geht jetzt hauptsächlich an Leute, die 3 Tage in den jeweiligen Koalitionen sind und noch keinen Plan von irgendwas haben. Mal da oben, der Norden ist gar nicht so vernetzt. Ich hätte jetzt gedacht, die hätten wir auch drin.
Aber das müsste ja hier Panfam-Horde sein, ne? Diese Das ganzen ist Gen. Panfam, ja. Warum zeigen die ihre Gates öffentlich, während hier oben, sage ich mal, Die zeigen ihre Decline? Gates nicht öffentlich, du zeigst sie gerade öffentlich. Oh, Entschuldigung. Du brauchst nämlich den jeweiligen Key und musst da dem Netzwerk beitreten. Und das einzige Netzwerk, was ich habe, ist ein Horde-Netzwerk mit 20 Brücken von 2018, was wahrscheinlich so veraltet ist, dass es keinem mehr wehtut. Ich weiß nicht, wie alt meine Dinger hier sind. Kann ich das nachgucken? Ja, eigentlich müsste es bei unter Jump Bridge Netzwerk stehen. Das ist, wenn ist das mindestens 5 oder 6 Jahre alt. Weil ich habe nur das für Geminate. Aber das ist jetzt auch nicht relevant, von wann das ist. Also das Gleiche, was man jetzt hier mit Bridges gemacht hat, das gibt es nochmal als Sino-Beacon-Netzwerk. Da muss man dann auch nur System und wo der Beacon ist eintragen und dann kann man sich noch eine Notiz dazu packen und dann ist es so ähnlich wie Jump Bridges, nur dass halt die Systeme aufleuchten, wo halt diese jeweiligen Beacons sind. Interessant. Gehen wir weiter auf Allianzen. Ja, Allianzen. Das ist quasi die Top 10 sozusagen, beziehungsweise Top 100 aller Allianzen in EVE, die SOF und Member und Corps haben. Und dann kann man sortieren nach wie viele Systeme, wie viele Member, wie viele was auch immer haben diese Allianzen. Mojo, grüß dich und auch Pupsi ist dazu gekommen. Neben dann ist Changes. Du hast Changes, Changes. Ist auch immer interessant. Wo haben welche Wechsel stattgefunden und wann? Genau, da sieht man nämlich nicht nur, wo was, also wer wo rein raus ist, sondern auch, wer sich aufgelöst hat. Das sind dann die jeweiligen, durchgestrichenen Einträge. Und das ist ganz interessant zu sehen, wenn sich Allianzen auflösen und die sich Korps auflösen, dann kann man mal gucken, wo die vorher waren oder wo da die SOF ist oder war. Und dann entsprechend seine Asset Safety Buy Orders anpassen oder neue erstellen. Warte mal hier. Combat ist Combat Brothers. Die sind zum Beispiel raus, ja. Der German Freak Show hat sich aufgelöst. Ja, Maggot aber Marines und so weiter. Also das sieht man halt, wer sich aufgelöst hat, wenn sich Allianzen auflösen und so weiter und so fort. Dann gibt es die Changes per Day nebendran. Das ist dahingehend interessant, weil der normale Changes liefert, glaube ich, 50 Einträge und was halt älter ist und nicht reinpasst, fliegt raus. Und bei Changes per Day kann man dann für ein bestimmtes Datum raussuchen, über den Kalender genau. links aufklicken, für ein bestimmtes Datum halt raussuchen, was sich da getan hat. Also zum Beispiel den 1. Februar auswähle, sehe ich am 1. Februar, dass sich da The Good Christian Society aufgelöst hat. Genau, und hier kann man direkt über den Kalender gehen. Genau, wenn du jetzt auf den 1. Februar wanderst, dann siehst du halt dann direkt, was an dem Tag war. Und das ist halt eher was für, ich sag mal, Nerds, die halt genau wissen wollen, wann was los ist. Oder wenn ich irgendwelche Spionageabwehr betreibe, kann ich so checken, ob der Bewerber Scheiße erzählt oder ob das, was er da erzählt hat, an dem Tag passiert ist. Aber wenn er halt sagt, Anfang Februar hat sich meine Korb aufgelöst und du schaust halt nach und da ist halt nichts, jo, erzählt er halt Müll. Also man lässt sich alles verifizieren in Eve. Es gibt richtige Spezialisten, die diesen Background-Check zelebrieren. Also die haben richtigen Fetisch daran, in solchen Daten zu wühlen und zu verifizieren, was hat derjenige gesagt. Also ein Bewerbungsgespräch, wenn man sich als Spion irgendwo einschleichen möchte, der sollte seinen Verlauf ganz genau abgleichen, am besten einen Zettel haben, auswendig lernen. Um einfache Fragen schnell und flüssig zu beantworten, und dann werden die geprüft. Da sind richtige Profis am Werk, die das beherrschen. Klasse.
teilweise auch mit Tools, die dann solche Sachen automatisch machen und dann Verwerfungen in den Datensätzen direkt zeigen. Nebendran ist Movements. Ja. Das zeigt an, wie Member oder wie Allianzen Member gewonnen oder verloren haben, beziehungsweise Corps Member gewonnen oder verloren haben für die letzten 7 beziehungsweise 30 Tage. Das finde ich auch immer sehr interessant. Wer hat was, wie viel verloren, zu welcher Zeit oder gewonnen? Eternity hat ein Plus von 165 Spieler. Und Horde hat knapp 1900, nee, über 1900 verloren. Wie kommt's? Politisch. Politisch haben die einfach nur aufgeräumt. Kann auch sein. Wenn du guckst, Pandemic Horde Inc. kann auch, hat fast, hat sogar noch ein bisschen mehr verloren. Ja, das wird eine Aufräumung. Wird eine normale Aufräumaktion sein. Das dürfte mal gucken, wer schon seit x Monaten nicht da ist und dann einfach mal gepurcht. Also es ist, ich finde das immer sehr spannend. Nebendran sind dann die Wars, neben Movement. Das zeigt an, welche Wars aktiv sind, seit wann die aktiv sind, wer gegen wen, wie viele Member die jeweiligen Allianzen oder als Corps haben. Das ist so ein bisschen der Überblick. Ich habe mir eine Tochter spendiert. Guck mal, da ist... wen habe ich denn jetzt gerade gesehen? Interessantes. Black Flag, okay. Da müssten doch jetzt die aktuellen Beefs mit Fraternity irgendwo sein. Warum sehe ich die nicht? Ja, weil das wahrscheinlich schon 3 Tage her ist und deswegen nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ja, also es gehen ja minütlich quasi Kriege raus, teilweise sogar mehrere auf einmal. Riot ist klar. Offenbar. Das ist halt was, wenn man sich in Highsec-Kriegen beteiligen möchte oder ein bisschen Überblick behalten möchte, wer mag gerade wen nicht, dann kann man da so ein bisschen drin rumklicken. Nebendran ist NPC. Das ist eine Übersicht über alle Corps von allen NPCs, inklusive Heimatregion, Heimatsystem und wie viele Agenten sind. Was dann wiederum einem hilft, wenn ich jetzt für... Theologie Conceal zum Beispiel, dass wir gerade im Fliegen sind. Drittletztes von Amar. Entschuldigung, ich war jetzt gerade abgelenkt. Muss ich gleich hin. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, auf das drittletzte NPC-Korb von Amar, das ist Theologie Conceal, das ist, was wir gerade fliegen. Beziehungsweise fliegen würden, wenn wir hier gar nicht mit Dotland sprechen würden. Ich find Dotland aber interessant. Ja, dann konzentriere dich mal drauf und spiel dich nebenan noch andere Sachen rum. Theologie Conceal, drittletztes. Drittletztes von oben? Nee, von unten. Letztes ist meist unten. Nee, ich sag das aber anders, bevor ich das klicke, ja. Und dann kannst du da auf Agents klicken. Und dann zeigt er dir alle Agenten von Level 1 bis was auch immer höchstes Level ist an. Und dann, wenn ich jetzt einen bestimmten Agenten suche, dann finde ich es, obwohl es in-game die Agency mittlerweile gibt, ist immer noch hier angenehmer, das darüber zu suchen. Mhm. Und wenn man jetzt unten bei uns schaut, The Void, ist also Tick, 2 Agenten. Und Eridan wäre in The Void noch eine Alternative, da ist nochmal ein anderer Agent. Das ist auch nicht gar nicht so weit weg von Sasotik, das sind 3 oder 4 Jumps. Dann Sovereignty als nächsten großen Punkt. Ja. Das ist jetzt reines 0-0, Soft verlieren und gewinnen. Und welcher Timer ist wann? Und wem gehört er? Also da kann ich jetzt sehen, was sind die nächsten Timer für die nächsten 3-4 Tage. Welche Strukturen, also TCU, IHUB, sind angegangen worden und wann ist der Timer und wann gehört, wem gehört diese jeweilige Struktur. Und dann kann ich halt, wenn ich Langeweile habe, Content suche, mich darüber halt an Content ziehen. Das heißt, wenn ich einen Roam plan und halt weiß, ich bin, heute Abend 20 Uhr will ich los, während Esoteria einen Timer 20.04 Uhr, also dann eine Stunde später.
zwei Stunden später, sind es ja 22 Uhr, weil dieser Sommer, dann könnte ich mich da dran hängen und halt das Third Party spielen. Dann ist Changes neben dran. Das ist quasi das Ergebnis aus den jeweiligen Änderungen oder aus den jeweiligen Timern. Also wenn irgendwas geplatzt ist, dann sieht man da, dass die Systeme verloren gegangen sind. Es sind momentan zwei Systeme von Test drin. Hoch, hoch. Und daneben ist dann Sovereignty Changes. Das heißt, da sind alle Übergaben drin, alle verlorenen Systeme und auch wenn der jeweilige Soft-Level sich geändert hat, was ja über Zeit passiert, also je länger man ein System hält, desto höher wird das Soft-Level. Und da kann man dann sehen, was halt an welchem Tag sich erhöht hat. Also in Tribute unten um 11.40 Uhr hat Sylvana Super Mercenaries von 4 auf 5 gewechselt. Oben ist von Dracaris sind Systeme von 2 auf 3 hochgewechselt. Test hat welche, die von 3 auf 4 und von 1 auf 2 gewechselt sind. Also das ist dann, also für die Leute, die nur im Highsec hocken, je höher dieses Level ist, desto coolere Upgrades kann man einbauen, wie Jump Bridges oder Steiner Inhibitor. 5 ist Maximum, ne? Genau, und wenn man halt zum Beispiel die Software verliert und dieser Timer resettet wird, dann kann man eine Jump Bridge nicht mehr benutzen, was auch oft verwendet wird, um Leuten einfach auf den Sack zu gehen. Also wenn man weiß, eine nicht gerade freundlich gesinnte Allianz hat eine Jump Bridge, die sie häufig verwenden, Reinforce Entosisches System, kill den das iHub und die TCU, also die Upgrades weg und die ganzen anderen Slots und der Timer ist resettet und dann ist denen ihr Sprungbridge-Netzwerk gelöchert. Kalem ist krass, was damit alles geht. Das ist richtig. Norge benutzt Dotland zur Agentensuche. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, das nehme ich auch mit. Das Ingame ist mir zu unübersichtlich, vor allem, weil du halt nur eine gewisse Anzahl bekommst an Agenten angezeigt, damit das scrollen muss. Und da wird auch, manchmal habe ich das Gefühl, etwas unterschlagen. Hm? Ja, ich habe bei der Agency auch immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass mehr Agenten unterschlagen werden. Das hat man letztens. Ja, weil die Standing abhängig sind. Dann musst du wieder Standing ignorieren, einhaken oder. Deswegen einfach Dotland, es zeigt halt einfach alle Daten. Da musst du dann von Hand oder mit Hirn arbeiten und Ingame ist halt so ein bisschen weichgespült. Ja, und da gibt es noch den Live-Ticker, den man filtern kann. Genau, und mit dem Live-Ticker, das ist quasi das ultimative Nerd-Tool. Da kann ich dann nach einer Allianz, nach was für Aktion ist passiert, suchen oder nach Events suchen und also da sind ganz, ganz viele Daten drin für ganz, ganz nerdige Leute. Wenn man weiter runter geht, sieht man um 9.06 Uhr heute, dass Xander Brain als CEO von Nexus Evolution zurückgetreten ist und hat Nexus Evolution Evo als CEO, als nachfolgenden CEO quasi eingetragen. Oder dass unten drunter die Corporation The Outcast die Beschreibung geändert hat von ihrer Corp Description, also Beschreibung von der Corp. Das ist so unheimlich tiefe Daten. Dann sind Text Changes oben drüber von Miners Traders Corporation, haben ihre Text von 5 auf 6 erhöht und ihren Corp Beschreibung geändert. Also da sind ganz, ganz viele super nerdige Sachen drin. Wer da einen Fetisch für hat oder Langeweile hat, viel Spaß. Definitiv. Ich bin immer wieder begeistert. Alleine eine Beschreibungsänderung. Ja, das ist halt ganz viel Info. Gehen wir mal zum Software Fair. Da sieht man. Meinst du jetzt Faction oder so? Genau, Faction. Okay. Da unter Live sieht man alles, was sich geändert hat. Unter Per Day kann man dann wieder suchen, was hat sich an dem jeweiligen Tag geändert. Sind Systeme auf Contest gewechselt? Sind Systeme verloren worden? Sind Systeme erobert worden?
ist der Status des Contested aufgehoben worden. Also da kann man sich dann durchklicken durch die jeweiligen Aktionen für Tag XY. Nebendran sind dann für alle vier beteiligten Empires die Systeme mit wann der letzte Change war, wie viele Tage das her ist, wie viel Prozent es contested ist, ist es contested, wie viele Planeten, also wie viele Temperature-Planeten sind dabei. Ja, also das ist All You Can Nerd ist da quasi drin. Halt aufgeteilt nach Amar Minmatar bzw. Kaldari Galente. Und ich habe zusätzlich nochmal eine Karte, wo, also es ist auch wieder so eine Mixed-Karte, wo mehrere Regionen drauf sind, allerdings in dem Fall nur die im Soft Warfare Beteiligten. Also wenn ich Amar Minmatar gehe, habe ich die Losec-Systeme, die in den Regionen drin sind und im Faction Warfare teilnehmen und sehe dann auch, wer ist nicht contested, sind sie nicht contested, wer hält die Soft. Ist irgendwo eine Incursion oder. Also alles Infos, die ich brauche, wenn ich halt fighten möchte, wenn ich eine Invasion machen möchte auf ein Losec-System, wo der Gegner auch dran hält. Also in dem Moment halt oben die Konstellation Essen, die wunderbar, ich bin gerade im Amar Minmatar, Faction Warfare. Und wenn ich da mir halt überlege, ich möchte als Minmatar die Konstellation Essen zurückholen, das ist die, die so schön leuchtet. Muss auf oben beim Amar Minmatar auf Maps klicken. Und dann sieht man oben in der Mitte leuchtet so eine schöne Konstellation vor sich hin. Und hat halt Incursion. Und wenn ich eine Incursion habe, gehen die Zynos nicht. Was halt meine Logistik behindert und wenn ich Caps einsetzen möchte, beim Faction Warfare, was zwar selten passiert, aber möglich ist, kann ich halt die Konstellation nicht angehen, weil es gejammt. Und so Sachen kann ich halt dann da auch rausziehen aus diesen Infos. Und es geht, wie gesagt, halt, wie Frank ganz zeigt hat, auch für Kaldari Galente. Da sieht man auch, wenn man auf Sovereignty geht, kannst du jetzt auf Sovereignty klicken, muss nicht auf da, egal. Ich bin auf Wenn du da auf Sovereignty. Sovereignty gehst, dann sieht man auch. Nee, ich meine, wenn du in Kaldari Galente Faction Warfare auf der Karte bist. Und dann in dieser Karte im Dropdown-Menü Sovereignty auswählst, oben rechts. Dann zeigt er einem an, wie contested sind die jeweiligen Systeme. Also wer ist wie weit im Erobern, beziehungsweise sind die Systeme einem im Besitz und wo macht es halt vielleicht Sinn, mal ein bisschen mehr zu poken, um das System halt zu flippen. Also flippen heißt, dem Gegner wegzunehmen und halt für die andere Seite halt zu übernehmen. Und mich dünkt, dass Kaldari ein bisschen besser dasteht. Ist aber subjektiv. Nee, doch nicht. Ich glaube, das ist relativ Das ist ausgewogen. ausgewogen. Lediglich der Mar Dingens war ein bisschen unausgeglichen, weil Amar da gerade groß im Kommen ist. Aber das heißt ja nur, mit Mata LP wären mehr wert. Guter Letzt gibt es noch die letzte Seite Donate. Da kann man sich für die ganze Leistung, die Pflege, den Unterhalt, die Entwicklungsarbeit bei Volari bedanken und auf diverseste Weise ihm Sachen zukommen lassen, In-Game-ISK, Items schenken, PayPal-Donation, Bitcoins, über ihn Game-Time-Cards kaufen, seine Amazon-Wishlist. Unten drunter sind die Kontaktmöglichkeiten, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, am einfachsten ist es, ihn auf Twitter anzuschreiben. Da gibt es dann auch die Updates, wie schon erwähnt. Ja, antwortet auch, wenn du ihn schreibst. Relativ zügig und unten drunter der ganze Rechtsgedönse, was dranhängt, wer welche Rechte hat, wie was geregelt ist. Ihr kennt den Spaß von anderen Sites.